Die Europäische Zentralbank greift zu immer radikaleren Maßnahmen, um die Inflation nach oben zu bringen. Seit letzter Woche kauft sie auch Unternehmensanleihen. Und es sind weitergehende Maßnahmen denkbar. EZB-Präsident Mario Draghi bezeichnete im März beispielsweise Helikoptergeld als, Zitat, interessantes Konzept. Es ging damals zwar ein Sturm der Empörung durch die Medien, aber namhafte Ökonomen wie Ben Bernanke halten Helikoptergeld für eine Möglichkeit, die Wirtschaft in Krisensituationen wieder in Schwung zu bringen. Notenbanken lassen Helikopter steigen und der Bevölkerung auf einen Schlag Milliarden zukommen. Das ist radikal. Lanciert wurde die Idee von Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman im Jahr 1969. Der Grundgedanke hinter dem Helikoptergeld? Ein Geldregen, eine gigantische Ausweitung der Geldmenge. Gekoppelt an die Hoffnung, dass dieses Geld schnell ausgegeben und so die Konjunktur angekurbelt wird. Die Deutsche Bank hat eine Studie über die Auswirkung von Helikoptergeld erarbeitet. Sie steht der Idee aufgeschlossen gegenüber. Wir brauchen mehr Inflation, um die Staatsschulden zu reduzieren über Geldentwertung. Wir brauchen, wenn wir mehr Wachstum haben und mehr Inflation haben, mehr Nachfrage nach Gütern. Nur dann gehen die Preise der Güter rauf. Wir brauchen neue Ansätze zur Stimulierung von Inflation und Wirtschaft. Helikoptergeld ist die Ultima Ratio. Es gibt Formen von Helikoptergeld, die weniger spektakulär sind. Statt der Bevölkerung kann die Notenbank das Geld auch dem Staat geben. Wenn ein Staat Anleihen an private Investoren wie Pensionskassen verkauft, kann eine Notenbank diese erwerben und mit frisch gedrucktem Geld bezahlen. Mit dem neuen Geld kaufen die Investoren nun weitere Staatsanleihen. Die Notenbank finanziert so indirekt den Staat. Das Quantitative Easing der EZB funktioniert nach diesem Prinzip. Eine weitergehende Variante ist es, wenn eine Regierung Staatsanleihen mit unbeschränkter Laufzeit und ohne Verzinsung herausgibt. Solche Anleihen werden kommerzielle Investoren nicht kaufen. Die Notenbank erwirbt sie direkt von der Regierung und finanziert den Staat somit direkt. Eine dritte Variante von Helikoptergeld? Die Notenbank hat bereits große Mengen an Staatsanleihen. Dies ist heute vielfach der Fall. Die Notenbank verzichtet auf eine Rückzahlung und vernichtet die Staatsanleihen. Sie schenkt damit dem Staat das Geld. Egal in welcher Form Helikoptergeld abgeworfen wird, Ziel ist es, die Geldmenge radikal zu erhöhen. Laut Experten ist das heute möglicherweise nötig, um die Wirtschaft in Schwung zu kriegen. Weil wir eben im Wachstum weniger stark sind als vor 10 Jahren, wo China 10-12% gewachsen ist und jetzt eher 6%. Oder vor 20 Jahren, wo in Amerika Kreditwachstum gross war und in Europa auch. Und jetzt ist in Europa das Kreditwachstum schwach und weniger Kreditwachstum heisst weniger Wirtschaftswachstum, muss man alle möglichen Szenarien zur Wirtschafts- und Inflationsstimulierung diskutieren. Bei den Zentralbanken, aber eben auch bei den Regierungen. Die Situation ist angespannt. In Washington diskutierte vergangene Woche im renommierten Brookings-Institut eine hochkarätige Runde die geldpolitischen Spielräume der Notenbanken. Unter ihnen Ben Bernanke, der ehemalige Chef der US-Notenbank, und Jean-Pierre Dantin, der bis Juni letzten Jahres zum Direktorium der SNB gehörte. Er sieht bereits in der alljährlichen Geldausschüttung der Schweizerischen Nationalbank an Bund und Kantone eine leichte Form des Helikoptergeldes. In gewisser Hinsicht ist es der gleiche Mechanismus wie beim Helikoptergeld. Und die Nationalbank verteilt es jedes Jahr. Die eigentliche Idee des Helikoptergeldes allerdings ist es, auf einmal ganz viel Geld zu verteilen und in den folgenden Jahren gar nichts mehr. Und dazu sage ich nein, denn dafür braucht es gute Gründe. Ben Bernanke gilt als der bekannteste Verfechter von Helikoptergeld.
Noch vor seiner Zeit als Chef der amerikanischen Notenbank hatte er Japan Helikoptergeld empfohlen, um die Inflation zu erhöhen und damit die Wirtschaft in Schwung zu bringen. My name is Peter Dugley from Swiss Broadcasting. My question goes to Mr. Bernanke. Auch heute sieht er im Helikoptergeld ein wirkungsvolles Instrument. Es ist wichtig, über Helikoptergeld zu diskutieren, denn die Leute sollen begreifen, es gibt unter extremen Umständen Werkzeuge, die helfen können. Aber es ist nicht dringlich. Jean-Pierre Dantin ist zurückhaltender. Er meint, starke Eingriffe in die Wirtschaft seien Aufgabe der Regierung. Es ist eine äußerst extreme Maßnahme. Helikoptergeld ist eigentlich eine steuerpolitische Maßnahme. Wenn man den Menschen Cash gibt, ist das, als ob man die Steuern erleichtert. Das aber ist nicht die Aufgabe der Nationalbank. So etwas tut die Regierung. In der Vergangenheit haben es verschiedene Regierungen getan, mit unterschiedlichem Erfolg. Als Deutschland in den 20er Jahren nicht mehr in der Lage war, den Reparationszahlungen aus dem Ersten Weltkrieg nachzukommen, druckte die Reichsbank verantwortungslos viel Geld. Die Preise explodierten. Geld wurde in Handwagen transportiert. Ein Laib Brot kostete 1 Billion Mark. Deutschland fiel in die Hyperinflation. Erfolgreicher war Japan. Die Folgen der Weltwirtschaftskrise von 1929 meisterte Finanzminister Takahashi Kurikio, indem er via Helikoptergeld den Staatshaushalt massiv aufblähte. Die Krise fiel weit weniger dramatisch aus als in Europa und den USA. Erfolgreich war auch Großbritannien. Zur Finanzierung des Ersten Weltkriegs gab die Regierung Staatsanleihen in Form sogenannter ewiger Bonds heraus. Ihre Laufzeit war unbegrenzt. Der Erste Weltkrieg wurde somit zumindest teilweise mit Helikoptergeld finanziert. Formen von Helikoptergeld sind in der Geschichte erfolgreich eingesetzt worden. Trotzdem scheuen sich Notenbanken heute, wieder zu diesen Mitteln zu greifen. Kein Zentralbanker möchte die Privatwirtschaft so stark eingreifen. Wenn am Schluss vom Tag, wenn der Staat sich stark einmischt in die Privatwirtschaft, dann haben wir keinen Kapitalismus mehr. Es möchte niemand der sein, der den Kapitalismus auflöst. Der Wettbewerb muss spielen, Schulden müssen gemacht werden, Abschreibungen müssen gemacht werden, aber in der Privatwirtschaft. Nur wenn man wirklich am Abgrund steht und hineinschaut, in den Abgrund der Krise wie 2009, dann geht man ganz extreme Schritte machen. Aber zum Glück sind wir in der Schweiz noch nicht so weit. In der Schweiz nicht. In Südeuropa vielleicht schon und noch viel mehr in Japan. Nach mehr als 25 Jahren wirtschaftlichem Schleichgangs und nach zahllosen Versuchen, Inflation zu schaffen, könnte Japan als erstes Land die extremste Form von Helikoptergeld anwenden und der Bevölkerung einen Geldregen bescheren. Manche behaupten sogar, sie hören es schon. Das Knattern der Rotoren.